What up, mein Name ist Flash und ich zeige dir, wie du innerhalb von wenigen Minuten einen richtig schönen Aufzug bauen kannst bis ins Unendliche. Um weitere Tutorials zu Farmen, Häusern oder auch anderen Konstruktionen nicht zu verpassen, einfach ein Abo da lassen, ist für euch ein Klick und für mich eine große Unterstützung. Und schreibt mir in die Kommentare, wozu ich als nächstes ein Video machen soll, damit ich euch einfach ein wenig unter die Arme greifen kann. Zum Aufzug selber habe ich natürlich hier die Materialien vorbereitet, die ihr benötigt, um den Aufzug 1:1 nachzubauen. Ihr benötigt keine Redstone-Vorkenntnisse, wir machen alles gemeinsam. Und jetzt fangen wir mal direkt an. Als allererstes machen wir eine kleine unterirdische Plattform. 1, 2, 3 Blöcke nach rechts und 5 Blöcke nach hinten insgesamt, also 2, 3, 4, 5. Also 3x5 muss diese Fläche groß sein. Jetzt haben wir schon die erste Ebene und jetzt werden wir nochmal 3 Blöcke tiefer gehen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bei mir ist eine Flat World dementsprechend ein wenig doof, aber auch hier wird das Ganze gehen. Jetzt kann man es eigentlich relativ gut sehen, wie weit runter ich gegangen bin. Ich werde jetzt hier einfach mal das Ganze so lassen, weil tiefer gehen wir eh nicht. Als allererstes gehen wir in eine Ecke hin, wo das 3 Blöcke breit ist und werden hier einen Pisten genau in die Mitte zeigend platzieren und daneben einen Block eurer Wahl. Für mich ist es jetzt einfach mal ein Eichenholzbrett. Dann lassen wir einen Block frei, also den machen wir weg und platzieren hier einmal einen Obsidianblock. Und auf diesen Obsidianblock platzieren wir dann anschließend einen Slimeblock. So sollte das Ganze jetzt erstmal aussehen. Auf diesen Slimeblock kommt einmal ein weiterer Slimeblock. So, und jetzt gehen wir einmal hier oben hin und platzieren von oben unten rauf auf den unteren Slimeblock einen Observer. Achtet darauf, dass der Redstone oder dieser Redstone Dot, also dieser Punkt, nach oben zeigt und an den Seiten zu erkennen ist, dass der Pfeil des Observers nach oben geht. Dementsprechend muss das Gesicht des Observers nach unten zeigen. Haben wir das getan, nehmen wir jetzt einen Sticky Piston, also den mit halt dieser Klebeflüssigkeit aus Slimeblöcken, und werden diesen nach oben gerichtet drauf platzieren. Darauf kommen jetzt 2 weitere Slimeblöcke, und zwar nämlich genau so. Von hier aus gehen wir jetzt nach unten und platzieren von hier einmal einen Observer nach unten gerichtet. Das heißt, hier müssen die Pfeile diesmal nach unten zeigen und das Gesicht des Observers nach oben. Dementsprechend auf der Kehrseite hier unten einmal dieser Redstone-Punkt muss nach unten zeigen. Jetzt einen weiteren Sticky-Piston auch mit dem Gesicht nach unten, so dass diese Klebefläche direkt zu unserem Slime-Block darunter platziert gerichtet ist. Und jetzt gehen wir einmal hier rüber und platzieren auf unseren ersten Piston einmal einen weiteren Block. Und dann auf diesen Block einfach einen Redstone-Staub, einmal oben rauf. Jetzt müssen wir ja logischerweise einen weiteren Block freilassen, also weil hier können wir ja nichts platzieren. Lasst es allerdings so, ihr wisst ja, man kann auf Redstone rechts und links klicken und dann ändert sich die Struktur. Lasst es so, dass diese Redstone wirklich in jede Richtung seine Fühler, sag ich jetzt mal, entgleiten lässt. Und dann hier einmal einen weiteren Block drauf und jetzt haben wir die Möglichkeit hier mit Hilfe einem Knopf, ist völlig egal, was für ein Knopf das ist, einmal rauf zu platzieren. Jetzt haben wir hier unsere 2 Slime-Blöcke und darauf kommen nochmal 2 weitere Slime-Blöcke. 1 und 2. Jetzt in die Richtung von unserem Knopf kommt anschließend ein weiterer Block, doch diesmal ein Half-Slab. Auch hier ist es egal, welchen Half-Slab ihr nehmt. Ich nehme jetzt auch hier passend zu unserem schönen Holzbrett einmal aus Eichenholz eine Stufe. So. Jetzt nehmen wir wieder unsere Blöcke und werden einmal weitere Blöcke hier drumherum platzieren, sodass wir hier eine kleine betretbare Fläche haben. Und von hier gehen wir einmal hier links neben unserem Half-Slab einfach mal ein paar Blöcke nach oben und sagen beispielsweise, yo, hier machen wir unsere erste Plattform. Und dafür ziehen wir einfach die Blöcke so in Form eines Cs einmal hier so rum. Und die andere Seite müssen wir natürlich auch so benutzen, dass das Ganze hier nach oben zeigt. So sollte das Ganze jetzt erstmal von dieser Seite aus aussehen. Und jetzt aufgepasst, wenn wir sagen, okay, hier möchten wir gerne aussteigen, gehen wir jetzt von hier nochmal 4 weitere Blöcke nach oben. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Hier können wir das Ganze verbinden, auch wieder mit unserem Block und gehen noch einen weiteren Block nach vorne. So nämlich. Und wenn wir das getan haben, nehmen wir jetzt, und das ist ganz wichtig, einen Obsidianblock. Der müsste jetzt genau über unseren Slimeblock von hier unten gerichtet sein und platzieren diesen hier hin. Einen weiteren Block unserer Wahl können wir dann dahinter platzieren. So nämlich. An unseren wunderschönen Extra-Block, den wir jetzt hinter unserem Obsidian-Block platziert haben, können wir jetzt einen Normalpisten nehmen, ohne irgendeine Klebefläche und platzieren diesen nach unten gerichtet. So sollte es aussehen. Direkt auf unseren Observer zeigend also. Und werden anschließend einfach wieder Redstone nehmen und hier eine Linie nach vorne durch platzieren. Ah, jetzt wird es erst angezeigt. So muss das bei euch aussehen. Hier, wo unsere Redstone-Linie aufhört, können wir dann anschließend einen Knopf wieder platzieren. So sollte es aussehen. Jetzt würde ich euch natürlich empfehlen, das Ganze ein wenig zu verschönern. Das heißt also, wir nehmen uns jetzt beispielsweise einfach hier Eichenholzstämme und werden anfangen, das Ganze hier und hier nach oben zu ziehen. Am besten noch ein wenig höher, so könnte man das Ganze machen. Und dann verbindet man das hier und dann ziehen wir am besten hier noch weitere Stelzen einfach mal nach oben. So. Und können das Ganze auch hier verbinden. Und natürlich hier darf ein weiterer Stelzen auch nicht fehlen.
Und jetzt können wir praktisch die unteren beiden Reihen einfach so platzieren. Oder von mir aus auch drei, so. Und können dann beispielsweise an den Seiten hier, achtet darauf, dass kein Kontakt mit den Slime-Blöcken ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten können einige Blöcke mitgezogen werden und das wollen wir in dem Fall vermeiden, denn es sollen wirklich nur die Blöcke gezogen werden, die auch dafür erdacht worden sind. So, jetzt suchen wir uns einmal einen Glasblock. Wo kommt er denn? Hier. Und werden beispielsweise, damit wir noch ein bisschen reingucken können, weil das ja schon eine coole Konstruktion ist, hier diese Seiten einmal auffüllen. Dafür einfach hier. Und dann kann man natürlich das Muster wiederholen, indem man das so macht. Dann ist das Ganze einfach ein wenig symmetrisch. Das heißt, hier zwei Blöcke, so, zack, hier. Und den Rest füllen wir einmal hier wieder auf. So, immer schön durchklicken. Falls ihr euch damit noch nicht so sicher fühlt, könnt ihr das auch weglassen. Also es ist wirklich jetzt nur für die Gestaltung, damit das nicht ganz so leer aussieht, ist das schon eine gute Sache, dass man das hier ein wenig gestaltet bzw. zubaut, damit das auch ein bisschen fürs Auge ist. Und jetzt könnt ihr das Ganze mal testen. Wir gehen hier hin, stellen uns hier rein und werden anschließend diesen Knopf hier drücken. Und dann werden wir Stück für Stück nach oben gefahren, Block für Block, und dann können wir perfekt hier aussteigen. Und hier haben wir die Möglichkeit, dann von oben wieder nach unten zu gehen. Und das einwandfrei, ohne dass irgendein Block weitergezogen wird. Um zu kontrollieren, dass auch nichts mitgezogen wird, kann man hier so drumherum fliegen. Okay, alles ist genau am rechten Platz. Hier würde ich jedoch nichts zwischenplatzieren. Ich würde das hier offen lassen und dann sollte das Ganze ununterbrochen bei euch funktionieren. Um weitere Tutorials, wie gesagt, nicht zu verpassen, zu irgendwelchen Bauten, Strukturen, Farmen oder was auch immer, einfach ein Abo da lassen, ist für euch ein Klick, für mich eine große Unterstützung. Mein Name ist Flash und ich wünsche noch einen sehr angenehmen Tag.